habe hier ein Paket von About You bekommen. Der Versand ging auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Hat alles super geklappt. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das Ganze jetzt auf. Das hat in etwa 100 Euro gekostet. Also nicht die Welt. Ein T-Shirt und ein Hoodie habe ich mir gegönnt. Fangen wir mal mit dem schlichteren T-Shirt hier an. Wie ihr sehen könnt, ein ganz normales Adidas T-Shirt. Ich feiere das auf jeden Fall sehr. Habe sowieso gerade nicht so viele T-Shirts am Start, deswegen habe ich mir das gekauft. Ja, in Größe L. Hier an der Seite nochmal das Adidas Logo auf den Ärmeln. Wie gesagt, ist ganz nice. Und zum zweiten habe ich mir hier einen geilen Sweater gegönnt. Auch in Größe L. Hier von Levi's. Der ballert auf jeden Fall richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das komplett hier sehen könnt. Das ist der Pulli. Hier mit den zwei Streifen. Einmal in Blau, einmal in Rot. Und in der Mitte der Schriftzug. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich denke, den ziehe ich jetzt gleich mal an und zeige ihn euch. Und ja, auf der Rückseite das gleiche Spiel. Ohne Logo. Ist auf jeden Fall sehr geil. Und dann würde ich mal sagen, ziehe ich das Ganze an. Also Freunde, ich habe jetzt das neue Adidas T-Shirt an. Ist auf jeden Fall sehr geil. Für 30 Euro, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Und zwar haben wir hier noch einen neuen Levi's Sweater mit zwei Streifen. Einmal in Blau, einmal in Rot. Ich ziehe ihn mal jetzt einfach so kurz drüber. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, das ist Größe M, das ist nicht mehr L. Vielleicht gab es ja nicht mehr ein L. Hier auf jeden Fall noch ein geiles Levi's Print. Habe ich auf jeden Fall davor gar nicht so gesehen. Der Hoodie geht auf jeden Fall klar. Ich meine, ich weiß gar nicht, was er gekostet hat. Aber Preis-Leistung wird da auf jeden Fall stimmen. Ist auch mal was anderes. Nicht wie diese Standard-Levi's-Teile da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.